Das ist ja gut, wenn wir das jetzt besprechen. Dann weiß ich schon mal Bescheid, was ihr... Das ist die Reaktion, die man häufig hat. Der Friedhofszwang. Ein großer Begriff immer noch. 1.500 im einfachen Bereich bis zu mehreren 10.000 Euro. Die Leute hier können sich immer noch glücklich schätzen, dass es noch so günstige Bestattungen gibt, in Anführungszeichen. Wenn ich schon lese im Schaufenster, ich weiß ja nicht, was für ein Bestattungshaus ist, würdig und günstig, kriege ich schon die Krise. Die Friedhöfe, ob nun kirchliche oder staatliche Friedhöfe, müssen kostendeckend arbeiten. Das würde ich bezweifeln. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Minge vom Bestattungshaus Minge und ich heiße euch heute, ja, nochmals herzlich willkommen zu unserem Video, zu unserem ersten Reaction-Video an diesem Tag. Wir haben schon ein paar Reaction-Videos gemacht. Nein, es ist so viel inhaltliches Zeug auch auf YouTube, worauf man drauf eingehen könnte, was man alles machen könnte. Und wir tippen gleich mal ein, NDR Tricks der Bestatter. Ja, wieder NDR, ein NDR-Beitrag, aber es interessiert mich tatsächlich sehr, weil das Video wurde mir zumindest empfohlen von meiner Mutti dann auch. Beerdigungskosten hatten wir schon gehabt vor 2 Monaten, jetzt kommen die Tricks der Bestattungsbranche und da möchte ich tatsächlich nochmal drauf eingehen, denn mir wurde von meiner Mutti angeraten, vielleicht darauf mal zumindest mir das anzuschauen und ich habe mir gedacht, da kannst du auch drauf reagieren, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Unabhängig davon wollte ich mit euch nochmal thematisieren, Twitch wird wahrscheinlich schneller passieren, als wir denken. Ende des Jahres ist angepeilt, vielleicht schaffe ich es auch früher, weil ich habe mich die letzten Tage so in Twitch verliebt eigentlich, weil ich viel reingeguckt habe, wie das Ganze funktioniert und finde dieses Format schöner, um mit euch direkt zu kommunizieren. Ich weiß, dass Twitch was für junge Leute ist, fragt ein Bestatter, wird es immer noch geben, aber wir werden trotzdem das ganze Thema mal angehen. Muss halt nur von zu Hause aus sein, nicht immer von der Arbeit, weil ich muss immer relativ viel hin und her pendeln, auch wenn es nur 50 Meter sind. Trotzdem ist es ein Unterschied, das Gebäude und Grundstück zu verlassen und zum anderen Gebäude zu gehen, als ja nur in die Scheune zu gehen und da vielleicht das Video zu drehen. Wir gucken mal, was wir machen können. Ich bin daran, weil ich habe wirklich Lust, tatsächlich dieses ganze Ding anzugehen. Wir öffnen mal, ich habe ein bisschen angeguckt, ein bisschen Spoiler gab es, aber ist nicht so schlimm. Wir springen einmal komplett von vorne. Es kann sein, dass ich dieses Video ab und zu skippen werde, einfach weil vielleicht gewisse Dinge nicht relevant sind oder zumindest nicht so interessant. Die könnt ihr euch selber nochmal anschauen, den ganzen Beitrag bei NDR. Ich kann euch das Video auch verlinken in YouTube. Aber ich würde tatsächlich auf die Dinge, wo ich wirklich denke, meine Meinung vielleicht mal zu äußern, auch eure Meinung oder meine Meinung euch sagen. Genau, so machen wir das Ganze. Wir starten das ganze Video. Unseriöse Bestatter lockt. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Ich denk mal. Mit Billigangeboten. Aber man kann für 444 Euro niemanden bestatten. Das ist schon mal der erste Fakt. Es geht prinzipiell nicht. 444 Euro ist echt utopisch. Fette Gewinne bei Särgen. Über konkrete Zahlen will kaum einer sprechen. Warum wollen Sie denn keinen Preis sagen? Nee, weil das ist dann auch immer so Angebot und Nachfrage. Und Diamantbestattungen. In Deutschland verboten. Bestatter bieten sie trotzdem an. Ich sage mal, über 50% unserer Kunden kommen aus Deutschland. Die Tricks der Bestattungsbranche. Die Tricks der Bestattungsbranche, ein super Titel, der gefällt mir jetzt schon. Es gibt bestimmt viel, worauf wir nochmal diskutieren und erzählen können dann auch. Ein schöner Spätsommertag mitten in Hamburg. Hier pulsiert das Leben, aber irgendwann ist Schluss. Für jeden von uns. Doch wer denkt an einem solchen Tag schon ans Sterben? Haben Sie sich denn schon mal Gedanken über den Tod gemacht? Ja, natürlich. Inwiefern? Indem ich mir mit meiner Tochter auf dem Friedhof Ohlsdorf eine Stelle ausgesucht habe. Junger Mann, wir haben alles schon geregelt. Wir wissen, wenn wir ableben, was mit uns passiert, wo wir hinkommen. Und wohin? Unbekannt. Anonym. Anonym. Erstmal Grundfrage, Feuer oder Erdbestattung? Feuer. Warum? Oder, ja, also ich, ja, weil das ist ja gut, wenn wir das jetzt besprechen, dann ja, weiß ich ja schon mal Bescheid. Dann weiß ich schon mal Bescheid, was ihr dann mit mir... Und das ist die Reaktion, die man häufig hat, wenn die Leute hier sitzen, dann auch jetzt in dem Alter gerade, die Mutti ist verstorben, keine Ahnung, kann an Krebs sein, Herzinfarkt oder irgendwas, oder der Vater oder sowas. Und dann sitzt der Sohn dann da, ich gehe von aus, es ist der Sohn, der sitzt dann da und sagt, ja, ich habe noch nie mit meiner Mutti drüber gesprochen. Oder ganz beiläufig, wir waren mal in Hamburg in der Einkaufspassage und haben drüber gesprochen und da wusste ich auf einmal erst, was sie wollte. Das ist tatsächlich so ein Thema, was man immer häufiger hat. Aber die Reaktion, die erinnert mich wirklich an dem, was ich, sagen wir mal, jedes vierte Kundengespräch hier habe, dass die Kinder nie wissen, was die Eltern wollten, weil man
dann mal in solchen Momenten drüber gesprochen hat, aber dann wusste man vielleicht nur ein Detail von dem Ganzen, weil es gibt ja viel, was man besprechen kann, oder man weiß immer noch gar nichts, weil das ist eben ein Thema, was totgeschwiegen ist. Meine Asche kommt ins Meer, aber nicht hierher, sondern nach Spanien. Oh, warum? Weil ich es schön finde, warm finde, warmes Wasser, klares Wasser. Spielt das dann auch eine Rolle? Für mich ja. Wollen Sie sich eigentlich verbrennen lassen oder Erdbestattung? Nein. Verbrennen? Ja. Und warum? Denn unterm Baum. Und da bleiben wir liegen jetzt. Ja. Eine Seebestattung, was ganz, ganz schön ist, was er vorhin angesprochen hat, auch in Deutschland, war in der Minde, war ich mal dabei gewesen und habe auch die Trauerrede auf dem Schiff halten können. Ganz, ganz toll. Also gerade für mich als Bestatter war es sehr, sehr toll, weil es ein ganz anderes Szenario ist als in der Kapelle. Zur Winterjahreszeit, da war es natürlich schon Herbst, aber es war sehr, sehr schön gewesen, weil das raue Meer, das war diesig gewesen, die Kulisse war sehr, sehr toll. Er will ins Warme, wenn der Reporter jetzt gesagt hat, Mensch, das interessiert doch keinen mehr oder das merkt man doch selber nicht. Ja, aber es geht natürlich darum, nach den eigenen Wünschen, das heißt, man versucht ja irgendwie am Ende so bestattet zu werden, wie man selber möchte. Wenn ein Mensch gestorben ist, kümmern sich meist die Angehörigen um die Bestattung. Welche Regeln dabei gelten, legt das deutsche Bestattungsrecht fest. Alle Bundesländer haben da ihre eigenen Gesetze, die aber meist ähnlich sind. Das stimmt, eine Aussage, die ich bestätigen kann. Jedes Bundesland hat ein eigenes Bestattungsgesetz. Und grundunterschiedlich sind sie eigentlich nicht. Es ist immer eigentlich dasselbe geregelt, nur mit anderen Fristen zum Teil auch. Also zum Beispiel, wer Totenfürsorgeberechtigter ist, also wer eine Bestattung auslösen muss, also wer den Bestatter beauftragt, wenn jemand verstirbt. Das geht auch nach einer Erbschaftsfolge oder nach einer Reihenfolge von der Verwandtschaft. Oder Bestattungsfristen, wann jemand spätestens abgeholt werden muss, also wie lange man denjenigen dort verharren lassen kann, zum Beispiel zu Hause dann auch, um aufgebahrt zu werden und sowas. Das Bestattungsrecht ist ja weit gefasst. Schauen wir jetzt mal nur auf die Beerdigung. Was ist da erlaubt und was nicht? Das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben ja den Friedhofszwang. Das heißt, Sie können eine Urne oder einen Sarg auf dem Friedhof beisetzen lassen. Sie können, das sind die einzigen Ausnahmen, die in Deutschland möglich sind, die Urne, eine spezielle Urne auf Nord- und Ostsee beisetzen lassen. Und Sie können eine Urne in einem sogenannten Bestattungswald beisetzen lassen. Und das war es dann auch schon. Genau. Das ist das große Problem, was wir hier oft haben, wenn die Kunden herkommen und haben ganz spezielle Wünsche. Und man kann ja im Internet so viel lesen, Diamantbestattungen, Weltraumbestattung, Luftbestattung, es gibt ja diverse Bergbachbestattungen in der Schweiz und was weiß ich nicht, Streuwiesen, bei uns in Sachsen-Anhalt kann man die Asche nicht verstreuen, es gibt aber zum Beispiel, glaube ich, Dortmund-Streuwiesen dann auch auf Friedhöfen, wo man die Asche verstreuen kann, was ich aber optisch nicht toll finde. Auf jeden Fall, was er gesagt hat, ist genau richtig, man hat die Friedhofspflicht, man kann auf der See bestattet werden, Nord- und Ostsee, man kann im Friedwald bestattet werden, genau das, was er auch gesagt hatte. Und mehr Möglichkeiten haben wir nicht, was oftmals zum Nachteil der Leute ist. Es hat aber auch immer noch einen Vorteil, weil der Friedhofszwang ein öffentlicher Raum ist und gerade verstrittene Familien, das haben wir leider heutzutage immer mehr, haben keinen gemeinsamen Raum zum Verabschieden. Das heißt, wenn der Papa verstirbt und die Geschwister sind verstritten, der eine will aber die Asche mit nach Hause nehmen, wenn wir jetzt kein Bestattungsgesetz hätten und keine Friedhofspflicht, dann hätte das andere Geschwisterteil nicht die Möglichkeit, einen öffentlichen Platz aufzusuchen, wo derjenige auch bestattet ist, um sich dort zu verabschieden, was ich dolle schade finde. Ich finde es aber auch genauso schade, zu gleichen Mitteln und Maßen auch, dass man nicht denjenigen so bestatten kann, wie man selber möchte, weil jeder trauert ja auch anders. In Hamburg beispielsweise wurde das Bestattungsgesetz erst Anfang 2020 novelliert. Geblieben ist aber auch hier der Friedhofszwang. Ein großer Begriff immer noch, weil ich glaube, der Friedhofszwang hat einen Vorteil. Es gibt ja nur kirchliche Friedhöfe und kommunale Friedhöfe. Meistens gibt es nur kommunale Friedhöfe. Auf ländlichen Bereichen sind, glaube ich, viele Städte oder in ländlichen Bereichen sind viele Städte, die sagen, oh, am liebsten würde ich es abgeben, weil wir machen damit keinen Gewinn, weil wir wenige Bestattungen haben, weil wir sehr viel Pflegeaufwand haben. Es muss immer jemand hinfahren für die 30 Gräber, die dort sind, was ein ganz kleines Dorf ist. Große Städte wiederum, wie ich denke mal Hamburg etc., die haben zu tun auch, dass es wirtschaftlich bleibt, weil Gärtner kosten Geld, Grünpflege kostet Geld, aber ich glaube, die machen auch richtig Asche damit. So Hamburg und sowas und München, die machen nicht wenig Geld. Und ich glaube, vor allem bei großen Kommunen ist ein Friedhofszwang immer noch so weit gut, weil genug Geld auch in die Stadtkasse dadurch kommt. Wir sind mit Carsten Hellberg verabredet. Als Geschäftsführer der Hamburger Friedhöfe hat er die Finanzen im Blick.
Das Bremer Modell, für ihn keine Alternative. Der Friedhofszwang macht in seinen Augen Sinn. Nicht nur, weil es um das Geschäft der Hamburger Friedhöfe geht, sondern wenn man an die Angehörigen denkt, dann gibt es immer einen Nutzungsberechtigten, eine Person, die sich um die Bestattung kümmern muss. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese Person den Verstorbenen zu sich nimmt, dann gibt es unter Umständen ganz viele Menschen, die keinen Abschied mehr nehmen können. Richtig. Und das können Freunde sein, Verwandte sein, ja, mit denen man vielleicht sogar in Streit liegt. Oder es ist die Geliebte, die sonst nicht zum Grab kommen kann. Also von daher ist ein Friedhof, hat auch eine gesellschaftliche Funktion. Genau, das ist das, was ich gesagt habe tatsächlich. Also man hat immer die Möglichkeit, dass alle rantreten können, egal wie verstritten man ist. Man hat immer die Möglichkeit, vielleicht doch einen Moment abzupassen, wo man auch, wenn man sich nicht sehen möchte, sich verpasst so gesehen und jeder sich in Ruhe verabschieden kann. Das ist das Tolle am Friedhof. Was kostet denn jetzt zum Beispiel, wenn ich hier ein Grabfeld möchte? Was muss ich dafür ausgeben? Also wir reden über etwa 1.500 im einfachen Bereich bis zu mehreren 10.000 Euro, wenn Sie eine große Grabanlage erwerben wollen. So, und da haben wir hier immer noch Kunden hier. Wir sind ja echt ein günstiger Bestatter. Wir haben jetzt die Preise anpassen müssen tatsächlich. Wir machen auch nochmal ein Video über die Preisgestaltung von Bestattungshäusern, von billig bis teuer. Wie sind die Geschäftsmodelle? Weil ich kann es als Bestatter ein bisschen mehr beurteilen. Aber wenn man jetzt mehrere 10.000 Euro hat und 1.500 Euro für die einfachste Grabanlage, bei uns sind die bei 800, also der Hälfte, und das ist für uns hier schon teuer. Das heißt, die Leute hier können sich immer noch glücklich schätzen, dass es noch so günstige Bestattungen gibt, in Anführungszeichen. Aber worauf ich hinaus möchte, Preis ist ein ganz großer Begriff und diese Frage kommt immer pauschal, was kostet dann ein Grab? Da ist immer die Sache, ich kann es nicht pauschalisieren, das ist auch, ich weiß nicht, ob die Frage später kommt noch im Video, aber du kannst nicht genau Preise angeben, wenn du nicht den genauen Wunsch hast. Also es gibt 10 Grabanlagen bei uns in Burg oder 12 vielleicht sogar, und wenn ich nicht genau weiß, wo derjenige hin möchte oder wo derjenige auch bestattet werden soll, wenn sie auch Angehörigen beauftragen, dann kann ich keinen genauen Preis geben. Ich glaube, es kommt noch ein Gesteck dazu oder dann wird die Rede später noch ermittelt, das ermittelt sich dann erst mit der Zeit. Grabkosten sind auch deutschlandweit sehr verschieden. Warum sind die Unterschiede so groß? Die Friedhöfe, ob nun kirchliche oder staatliche Friedhöfe, müssen kostendeckend arbeiten. Sie dürfen nicht mehr nehmen, als die Kosten sind, aber sie dürfen weniger nehmen. Das heißt, es gibt manche Kommunen, da wird... Das würde ich bezweifeln, denn gerade Kommunalfriedhöfe, die Preise machen die Kommunen sicherlich, ja, aber ich glaube nicht im Ansatz, dass die Kommunen, die städtischen Friedhöfe, vielleicht auf den Dörfern, ja, ist in Ordnung, da nehmen die nicht weniger, da nehmen sie auch, glaube ich, das, was sie brauchen, aber in den Großstadtfriedhöfen nehmen die, glaube ich, mehr, als die nehmen müssten, weil sie damit die Stadtkasse füllen. Und da kann mir, glaube ich, keiner auch von Hamburger Friedhöfen, vielleicht ist es da ein bisschen anders gehandhabt, weil es noch eine separate Unternehmensgruppe wahrscheinlich ist in dem kommunalen Beitrag, den sie da leisten. Aber es kann mir kein Friedhof erzählen, vor allem keine größere Stadt, dass die damit keine Gewinne machen. Die werden Gewinne machen. Das ist nicht so wie in Dänemark oder sowas, wo die Friedhöfe nur 80 Euro kosten. Wir sind in Deutschland, da kostet ein Friedhof Tausende von Euro. Und die werden Gewinne machen. Das ist einfach Fakt. Wird es aus dem allgemeinen Haushalt zum Teil bezahlt. Und da ist die Kostendeckung unter 100%. Für eine klassische Grabstelle mit Granitstein ist man hier schnell bei 3.000 Euro. Nach oben ist alles offen. Anonyme Gräber gibt es in Ohlsdorf ab etwa 1.400 Euro. Fast doch es geht billiger. Einige Friedhöfe bieten anonyme Urnengräber schon ab 200 Euro an. Ab 170 habe ich letztens eine Beisetzung machen, machen müssen, weil die Leute es gewünscht haben. War aber irgendwo im Nirgendwo und die Leute hatten halt keinen Bezug. Aber 170 gibt es auch schon. Also 200 ist schon richtig, fast richtig, aber 170 gibt es auch schon. Und das nutzt so mancher Bestatter offenbar für sich aus. Das zeigt der Fall von Pascal Hofer. 2001 starb sein Vater. Als großer HSV-Fan wollte der auf dem Urnenfeld neben dem Volksparkstadion anonym ohne Grabstein bestattet werden. Im Januar starb nun auch seine Mutter. Das gleiche Bestattungsinstitut sollte beauftragt werden. Nach dem Erstgespräch
der Schock. Der Vater wurde gar nicht hier, sondern auf einem ganz anderen Friedhof beerdigt. Die Emotionen, die waren natürlich an diesem Ort für mich. Für mich war das der Ort, wo ich meinen Vater besuche. Und dann bin ich 20 Jahre mit meiner Mutter auf diesen freiheitlichen Friedhof gegangen. Im Nachhinein ist das total deprimierend. Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Also es ist irgendwo etwas verloren gegangen. Der Vater lag fast 20 Jahre lang einige Kilometer entfernt auf dem Mennonitenfriedhof. Der kleinste und vor allem günstigste in Hamburg. Auf der Rechnung findet sich kein Hinweis zum Beisetzungsort. Der Friedhof ist der Familie völlig unbekannt. Pascal Hofer und seine Lebensgefährtin vermuten, dass das kein Einzelfall ist und erstatten bei der Polizei Anzeige gegen den Bestatter. Was richtig ist. Im Rahmen der darauf folgenden Ermittlungen erhielt Hans-Joachim Möller Einblick in die Unterlagen. Ich muss sagen, das war für mich kein Versehen und das war für mich auch kein Kommunikationsfehler, sondern da steckte auch ein gewisses System dahinter. Dass man einfach gesagt hat, wir täuschen vor, wir treffen eine Aussage, die so nicht zutrifft und man lässt die Angehörigen über Jahre hinweg in diese Ungewissheit, beziehungsweise in der falschen Gewissheit, der Verstorbene liegt da und da und es kommt dann erst durch einen Zufall heraus. Das ist eigentlich absolut verwerflich. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat ihr Verfahren allerdings eingestellt. Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Taten, auch im Fall von Familie Hofer, seien verjährt und hätten daher nicht mehr verfolgt werden können. Ob es zu... Wenn ich schon lese im Schaufenster, ich weiß ja nicht, was für ein Bestattungshaus ist, würdig und günstig, kriege ich schon die Krise, weil... Eine Qualität hat auch einen gewissen Preis und günstig ist immer so eine Sache und ich weiß ja nicht, was der Mennonitenfriedhof kostet. Der wird bestimmt ein bisschen günstiger gewesen sein und wenn es die Masche von dem Bestattungshaus ist, ist es auch sehr, sehr traurig. Generell für die Familie auch, die jetzt wirklich immer in dem Glauben war, dass derjenige auch da bestattet worden ist. Ich glaube, nichts ist schlimmer als in dem Moment. Wir machen dafür immer Fotos von der Urne und der Grabanlage immer noch, dass wir auch dementsprechend nachvollziehen können später auch, wo denn die Urne ist. Aber ich finde es natürlich trotzdem... Immer, wenn man so schon wirbt, dann geht es ja eigentlich immer, also günstig kann der Bestatter anbieten, aber wenn er günstig anbietet, dann muss der Kunde auf irgendwas verzichten. Das kann ein Service sein, das kann vielleicht eine gute Dienstleistung, also gute Produkte sein und eine gute Dienstleistung halt zusammenhängt mit allen, mit Service und den guten Produkten oder es kann auch sein, dass am Ende irgendwo der Haken ist und der Haken kann zum Beispiel sein ein günstiger Friedhof, wo man es nicht weiß, das heißt, irgendwo anders kommt die Urne hin, gerade anonym ist man ja ohne Trauerfeier dabei, das heißt, man kann nicht den Ort bestimmen, nicht sehen, wo die Urne hingeht. Oder man hat einen, wie gesagt, man hat einen generell anderen großen Haken dran, also man kann nicht mit günstig erwarten, dass am Ende auch die Dienstleistung super ist. Es hat seinen Preis, weil unsere Branche ist nicht günstig und das liegt einfach daran, weil wir teure Produkte haben, es liegt daran, weil wir teure Technik haben, weil wir unsere Kräfte, Fachkräfte mittlerweile gut bezahlen müssen, was wir viele Jahre nicht getan haben, was auch zulasten also unserer Schultern, weil ich bin ja auch noch Angestellter, zulasten unserer Schultern tatsächlich war und unserem Rücken und unsere Energie, die wir auch jeden Tag an den Tag legen, es hat viele Nachteile auch für uns. Einer Verurteilung gekommen wäre, bleibt daher unklar. Wir Ich muss mal kurz gucken, ob die Kamera noch läuft, aber die scheint noch zu laufen. Perfekt, dann gehen wir gleich wieder an den Start. Taktieren den Bestatter, aber er will nicht mit uns sprechen. Danke, wiederhören. Die deutsche Bestattungsbranche setzt im Jahr rund 2 Milliarden Euro um. Tendenz steigend. Ein lukrativer Markt. Was kostet denn eigentlich so eine Beerdigung im Durchschnitt in Deutschland? Sagen wir mal, es kommt natürlich darauf an, was für eine Holzkiste Sie haben möchten. Da denken wir 2.500 bis 3.000. 5.000 plus, denke ich. Stimmt. Vernünftigen Sarg, eine vernünftige Grabstätte. Mit einem drum und dran, würde ich sagen, 6.000, 7.000 Euro. Ich glaube, nach oben ist alles offen. Wer verdient denn bei so einer Beerdigung eigentlich? Bestattungswesen natürlich hauptsächlich, würde ich sagen. Dann, keine Ahnung, Floristik. Ja, auf jeden Fall der Bestatter. Und wahrscheinlich noch hier die Gemeinde, wo man beerdigt ist für die Friedhofsgebühren. Das sind die Haupt... Ne? Und der Steinmetz. Genau, also
Die haben nicht Unrecht, der Bestatter. Warum der Bestatter? Weil er auch am meisten macht in dem Falle. Er macht das Erstgespräch, er macht die Abholung, also in der Regel macht er das. Macht alles bis zur Bestattung auch und der hat auch den meisten Aufwand und der verkauft auch am meisten Produkte, die mit dem Verstorbenen zu tun haben im ersten Moment. Der Steinmetz war auch richtig gewesen, die Aussage, kann ich dementsprechend unterschreiben dann auch, weil der Stein und die Steine werden auch mal teurer. Und die kommen zwar aus Indien und China und was weiß ich nicht, aber die sind nicht günstig geworden. Auch bei Odins Erzieher sind die Steine unheimlich teuer. Aber das ist halt auch, es ist auch massiv, es ist immer noch massives Material heutzutage, wo alles nur noch Verbundstoffe sind, wie Pressspan etc., ist es immer noch was anderes. Und auch die Kommune. Das heißt, in den drei Faktoren war es wirklich richtig. Die Stadt kriegt auch sehr viel, das ist meist immer ein Drittel der Bestattung. Also ein Drittel der ganzen Bestattungskosten sind immer die Friedhofskosten. Zwei Drittel meist der Bestatter. Und was ich immer extra zähle, ist der Stein, weil der kommt immer erst danach und die Grabpflege kommt auch immer nach der Bestattung. Aber das sind immer so große Kostenfaktoren. Auch Grabpflege kann über Jahre sehr teuer werden. Ach Gott, ich denke jeder so ein bisschen. Am meisten die Bestatter, glaube ich. Das stimmt. Denn die nutzen ja auch die Trauer so aus. Inwiefern? Das würde ich nie unterstreichen. Wir hören uns mal an, was er so zu sagen hat. Ja, da schneiden sie dies an und das und ja, und das hätte doch der Verstorbene gerne und warum wollen sie das denn nicht machen? Ja, und so kommen natürlich die Euro zusammen, ne? Alle. Gut, sie wird da natürlich ganz eigene Erfahrungen haben. Also ich würde jetzt nicht unterstreichen, dass jeder Bestatter so arbeitet, aber es ist tatsächlich so. Es gibt viele, die wirklich viel auf Quatschen. Manchmal kommt es mir so vor bei manchen Bestattern, dass sie wie Telefonvertreter sind, die irgendwelche Verträge anbieten müssen, damit sie ihre Provision kriegen. Am Ende müssen wir halt gucken, was der Kunde halt wünscht. Das Einzige, was ich nur sagen muss, ist, weil wir haben auch oft vorgehalten bekommen, wenn wir gewisse Dinge nicht angeboten haben, weil wir dachten, für uns als Bestatter, das ist nicht gefragt, dass die Kunden im Nachhinein sagen, wir wussten doch gar nicht, was für Möglichkeiten wir haben. Alexander Hellbach von der Verbraucherschutzinitiative erreichen regelmäßig Beschwerden. Meistens geht es um Unstimmigkeiten bei den Rechnungen der Bestatter. Der Klassiker ist, die Rechnung kommt und die Kunden wundern sich, warum die so hoch ist. Weil vorher nichts richtig abgesprochen wurde oder was anderes abgesprochen wurde. Oder es gab auch den Fall, das gibt es gar nicht so selten, dass vorher über Nettopreise nur gesprochen wird und dann kommt die Mehrwertsteuer drauf. Also da gibt es ganz, ganz viele Fallstricke, wie die Rechnung sich von dem unterscheidet, was vorher vereinbart war, beziehungsweise was die Kunden glaubten, was vereinbart war. Was regt Sie denn am meisten auf? Also was die Bestattungsindustrie betrifft, stört uns am meisten die fehlende Preis- und Kostentransparenz. Weil das sind wirklich so viele Beschwerden, die bei uns eintreffen. Die Rechnungen sind zu hoch, sind unverständlich, entsprechen nicht dem, was abgesprochen war. Und da müsste die Branche viel mehr tun und viel offener über Kosten sprechen und die Menschen viel mehr frühzeitig informieren. Da haben wir jetzt aber auch wieder zwei Probleme. Wir würden gerne frühzeitig informieren, aber die Leute sind halt nicht so nahbar mit dem Thema. Also ich habe Probleme. Wenn jemand sich überwindet, ins Bestattungshaus zu kommen, ist gut. Kostentransparenz gebe ich Ihnen recht. Also ich habe hier Kostenvoranschläge bekommen von anderen Bestattern. Da stand manchmal eine Summe drauf. Ihre Erdbestattung kostet 3.250 Euro bei uns. Da stand weder drin, was ein Sarg kostet, ein Angebotssarg zum Beispiel, irgendwas dergleichen. Da stand weder drin, was eine Deckengarnitur kostet etc. Unsere Rechnungen sind schon größer aufgelistet, auch mit Blumen, Floristik etc. Und ich sage immer zu den Kunden, wenn sie zum anderen Bestatter gehen, um Angebot zu gehen, lassen sie sich es auch so aufschlüsseln und nochmal alles erklären. Und nehmen sich auch die Zeit zum Erklären. Das macht vieles aus. Ich muss aber auch zur Preisgestaltung sagen, es entwickelt sich auch viel im Laufe des Bearbeitungsprozesses, was auch sehr schwierig ist. Die Leute wollten am Anfang sehr wenig haben. Und wie oft haben wir nicht Kunden, die am Ende sagen, naja gut, wir wollten eigentlich nur an der Grabanlage, können wir doch die Kapelle nehmen, wegen dem Wetter. Ist in Ordnung. Dann sagen sie aber, wenn wir in der Kapelle sind, wir haben jetzt draußen nur zwei Musiktitel und da sollte der Redner, ich zum Beispiel, sollte dann nur 5 Minuten halten, können wir nicht daraus denn doch eine Viertelstunde wenigstens machen, sonst sitzt man da 10 Minuten, wir bezahlen 70 Euro für die Kapellenmiete oder 100 oder 180, je nachdem, welche Kommune es ist, das lohnt sich ja dann nicht. Dann will ich wenigstens noch eine ordentliche Rede haben. Und so kommt alles peu à peu dazu. Was ich gelernt habe in der Zeit, ich schicke viel per E-Mail noch, schicke nochmal nachträglich ein Angebot, wenn sich was geändert hat, dass die Leute nochmal sehen, okay, so sind die Kosten, die jetzt aktuell sich belaufen. Ich habe aber nicht immer die Zeit. Aber was ich immer sage am Telefon, okay, da gibt es aber einen Preisausschlag, dass die Leute wenigstens Bescheid wissen. Obwohl ich auch sagen muss, bei uns sind die Angebote schon so vorgestrickt, dass wir immer schon ein bisschen mehr berechnen im Kostenvoranschlag.
dass wir im besten Falle, also im besten Falle sind die Leute bei uns immer 100 Euro günstiger bei weggekommen, dann ist die Erleichterung größer. Im schlimmsten Falle sind sie bei uns 50, 60 Euro teurer. Außer halt, wo ich mich nie festlegen kann, sind Friedhofskosten, weil die Satzung sich bei uns, weil wir so viele Kommunen haben und so viele kleine Kleckerdörfer auch, kann sich das immer mal variieren. Bei uns ist es immer sehr, sehr schwierig.